Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zur dritten Veranstaltung unserer Reihe Samstags zwischen Brötchen und Borussia, moderne Physik für alle, begrüßen. Wie Sie es schon wissen, mache ich ja zunächst immer eine kleine Einführung in das Thema, bevor wir zum Vortrag kommen. Hier sehen Sie unsere organisatorischen Vorgaben. Sie wissen, dass es ein Preisausschreiben gibt. Das läuft natürlich auch online. Das haben Sie vielleicht schon auf unserer Homepage gesehen. Geben Sie da bitte unbedingt Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir dann Ihnen die Preise zuschicken können. Die Preise sind ja wie immer Bücher zum Thema. Heute geht es um Statistik und Fußball. Da gibt es viele Bücher und lassen Sie sich überraschen, was Sie da von uns bekommen. Für die Schülerdiplom-Teilnehmer gilt, dass Sie das Schülerdiplom, wie ich es schon mehrfach gesagt habe, zum Beginn der nächsten Veranstaltung bekommen, sofern wir das dann können, in Präsenz natürlich. Ansonsten schicken wir Ihnen die Schülerdiplome wirklich gerne zu. Für die Studiumfundamentale Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt, dass Sie Ihre Scheine am Ende des Semesters bei Frau Löw oder bei Frau Volz-Besi bekommen, beziehungsweise Ihre Nachweise bekommen Sie da. Auch das steht bei uns auf der Physik-Homepage dann, sodass Sie da einfach nur nachgucken müssen und Ihre ganzen Nachweise bekommen. Ja, die Fragen sind online auf unserer Brötchen und Borussia Homepage. Ich zeige Ihnen auch gleich noch die Adresse verfügbar. 15 Minuten vor Beginn des Vortrages werden Sie freigeschaltet und 30 Minuten nach dem Vortrag werden Sie aus dem Netz genommen. Das ist also genauso, als wenn wir Ihnen entsprechende Zettel austeilen würden. Die können Sie ja auch nur während der Veranstaltung bearbeiten. Ja, und ich möchte nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass Sie sich in unseren Newsletter eintragen, dann werden Sie nämlich über solche Veranstaltungen automatisch informiert. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, wir spammen Sie nicht voll, wir informieren Sie wirklich nur über besondere Veranstaltungen im Bereich der Physik an der TU Dortmund. Ja, hier sehen Sie nochmal, wie man das macht. Also das ist unsere Homepage, da finden Sie den entsprechenden QR-Code dazu. Dort müssen Sie sich zunächst registrieren, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und falls Sie es schon gemacht haben, sich zu registrieren, dann tun Sie es bitte nicht ein zweites Mal. Ich wiederhole das nochmal, dann tun Sie es bitte nicht ein zweites Mal. Das produziert nämlich ansonsten ein Chaos bei uns bei der Auswertung. Sie müssen sich da entsprechend einloggen, müssen dann noch die Datenschutzhinweise zur Kenntnis nehmen und dann können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen und werden die Quizfragen dann entsprechend sehen. Das sind Fragen zum Vortrag, die im Verlauf des Vortrags beantwortet werden. Nach dem Vortrag machen wir eine Diskussion mit Ihnen, allerdings nicht so, wie Sie das hier sehen, ja, mit einem vollbesetzten Hörsaal, sondern die Diskussion machen wir so, dass wir in einen Zoom-Raum wechseln. Ja, wir haben hier eine Kamera, wir sind in diesem Hörsaal, haben hier eine Kamera aufgebaut und Sie sind per Zoom zugeschaltet. Und Sie können uns dann auch in dem Hörsaal sehen, sodass Sie live Ihre Fragen zum Vortrag stellen können. Während des Vortrags übrigens beantworten wir Ihre Fragen sehr gerne im Chat. Der Vortragende und ich machen das. Es kann hier noch sein, dass wir es vielleicht doch nicht live aus dem Hörsaal machen. Das hängt noch ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Aber auf jeden Fall gibt es das Zoom-Meeting danach. Sie finden den Link ja auch auf der Homepage. Ja. Sie finden all das in unserer App. Also all diese Hinweise finden Sie auch in der TU-App. Ich kann da noch mal Werbung dafür machen. Die TU-App, da finden Sie viele, da finden Sie einen großen Veranstaltungskalender und auch viele weitere Hinweise zur Universität und zu solchen Veranstaltungen. Wenn Sie sie noch nicht runtergeladen haben, für alle Betriebssysteme ist die da verfügbar. Sie wissen ja, als Einstimmung in den Vortrag mache ich auch immer einen kleinen wissenschaftlichen Exkurs in den Fußball. Ja, ich glaube, dieses Bild trifft es diese Saison nicht wirklich, sondern diese Saison müssten wir das hochhalten in Dortmund oder unsere Universität würde am liebsten so aussehen. Das Thema, was ich jetzt aber anschneiden möchte, passt besser zu dem Vortrag, den wir heute hören. Bei dem Vortrag wird es ja um die Fußball-Europameisterschaft gehen. Und ich möchte Ihnen etwas vorher zum Thema Elfmeterschießen sagen. Also wenn wir uns mal fragen, wie sieht eigentlich der sichere Elfmeterschuss aus? Dann zeige ich Ihnen mal einen Elfmeterschuss, von dem Sie sicherlich noch alle wissen, wo Sie da gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es noch genau. Ich war in Hamburg in einem Restaurant, das ist ja heute gar nicht mehr so üblich, ja, in einem Restaurant und habe da dieses Spiel gesehen. Deutschland-Argentinien bei der WM 2006. Elfmeterschießen. Der entscheidende Elfmeterschuss sah so aus. Jetzt nicht trifft. Ist Deutschland im Halbfinale? Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn!
Ja, Sie haben diesen Elfmeter gesehen. Man kann das analysieren und dann sehen Sie, wenn der Torwart hier in der Mitte auf der Linie steht, was er nach der Regel ja tun muss, dann kann er, wenn er guckt, wohin der Schütze schießt und wir die Reaktionszeiten nehmen, dann kann er diesen Bereich, diesen Kreis sozusagen erreichen, während der Ball auf ihn zufliegt. Das heißt also, wer in diesen Bereich schießt, schießt in den sogenannten geschützten Bereich. Wenn der Torhüter einen Meter nach vorne geht, dann wird dieser geschützte Bereich sogar größer. Da sehen Sie, das ist dieser Kreis. Ja, und je weiter der Torhüter nach vorne geht, desto größer wird der geschützte Bereich, den er hat. So, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Wenn Sie allerdings bei dem Elfmeterschießen die Elfmeter analysieren, dann sehen Sie, dass Jens Lehmann immer, hier schießt der argentinische Schütze, er steht schon den Meter davor. Das ist der wesentliche Unterschied gewesen zu den Argentiniern. Der argentinische Torwart hat sich tatsächlich an die Regeln gehalten. Tja, da sehen Sie, es ist manchmal, wenn Sie sich im Leben an die Regeln halten, nicht immer von Vorteil. Ja, also das war hier wirklich der Unterschied, denn die Schüsse selber waren eigentlich nicht so unterschiedlich. Die argentinischen Elfmeter waren fast besser geschossen als die deutschen Elfmeter. Das heißt also, hier hätte vielleicht der argentinische Torhüter wirklich die Taktik anwenden sollen, einfach stehen zu bleiben. Gut, wir können uns aber mal fragen jetzt, können wir Jogi Löw noch einen Tipp geben bei seinem letzten großen Turnier, in welcher Reihenfolge sollte er denn die Schützen beim Elfmeterschießen schießen lassen? Und wir gehen mal davon aus, dass wir 5 unterschiedliche Schützen haben, die mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit den Elfmeter versenken. Also zum Beispiel mit 85% Wahrscheinlichkeit ein Top-Elfmeterschütze, der Zweitbeste mit 80%, der Drittbeste mit 75%, der Viertbeste nur mit 70%. Und der Fünftbeste nur mit 65% Wahrscheinlichkeit. Übrigens, der Bundesliga-Durchschnitt ist 75%. Und wir gehen davon aus, dass die Nervenbelastung pro Schuss steigt, weil man ja dem Ende immer mehr entgegenkommt. Ja? Und deswegen gehen wir davon aus... Bei 5 Minuten treten wie Hühner hoch. Aber bei 3-2 zurück... Das ist es. Ein Elfmeter treten, um einen Unentschieden zu holen, auf der letzten Minute. Das ist schwerer, als ein normaler Elfmeter. 5 Elfmeter bei 2-0 treten. Ja, was wollte uns der Herr sagen? Der wollte uns einfach sagen, dass die Nervenbelastung steigt mit zunehmender Relevanz des eigenen Schusses. Und das haben wir auch nochmal berücksichtigt, indem wir sozusagen 2% Trefferwahrscheinlichkeit annehmen, dass die Trefferwahrscheinlichkeit reduziert wird um 2% bei einer Nervenbelastung. Das heißt also, ja, jetzt sehen Sie, Sie sind an einer Universität, da kann es auch mal vorkommen, dass eine Formel vorkommt. Ja, das ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass der I-beste Schütze mit dem J-Elfmeter trifft. Ja? Die setzt sich zusammen aus der Wahrscheinlichkeit, das ist die normale Trefferwahrscheinlichkeit ohne Nervenbelastung, minus, ja, an welcher Position ist der Schütze eigentlich dran? Und da ziehe ich jeweils die Nervenbelastung ab. Das heißt also, je weiter das Elfmeterschießen voranschreitet, desto größer wird die Nervenbelastung des Schützen. Das ist, glaube ich, gar keine unvernünftige Annahme. Ja? Und jetzt können Sie sich die Frage stellen, wenn wir jetzt so schießen würden, der Beste schießt zuerst, dann der Zweitbeste, dann der Drittbeste und so weiter, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 5 Treffer haben? Das können Sie sich ausrechnen, das sehen Sie hier, das sind alles unabhängige Ereignisse. Sie müssen also die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren, da kommt raus, 14,4% wäre die Wahrscheinlichkeit, dass alle 5 Schützen treffen. Jetzt können wir mal eine andere Strategie nehmen, nämlich die Strategie, zunächst schießt der Schlechteste, dann der Zweitschlechteste, dann der Drittschlechteste und am Ende an der 5. Stelle der Beste. Wenn sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, kommt raus 15%. Also eine größere Wahrscheinlichkeit als bei der ersten Strategie. Das ist ja schon mal überraschend, weil eigentlich machen alle ja genau das Gegenteil. Es stellt sich sogar heraus, wenn Sie die ganze Mathematik durchziehen, Strategie 2 ist die allerbeste Strategie, die mathematisch optimale Strategie. Sie müssen anfangen mit dem Schlechtesten und Sie müssen für die 5. Position, da wo die größte Nervenbelastung ist, sich den Besten zurückhalten. Danach, wenn das Elfmeterschießen weitergehen sollte, dann müssen Sie natürlich immer nach Qualität schießen, weil dann ist ja K.O.-System. Aber hier, diese 5 Schüsse gibt es ja immer. Das ist die beste Strategie. Das sollte man Jogi Löw wahrscheinlich mitteilen. Ja, das ist eigentlich logisch aus Mathematikersicht. Ja, na klar, muss doch so sein. Ist aber vielleicht intuitiv nicht die beste Strategie. Ja, jetzt möchte ich aber nicht weiter reden. Jetzt möchte ich zu unserem Vortrag kommen. Wir sind hier bei dem 3. Vortrag heute angekommen von Professor Dr. Andreas Groll.
Wer wird Fußball-Europameister? Das wird er uns jetzt also gleich ausrechnen. Ja, unser Motto ist ja dieses Mal Physik und Spaß in diesem Semester. Und wir werden also sehen, wie man Spaß berechnen kann. Ich möchte Ihnen kurz Andreas Groll vorstellen. Professor Groll hat 2011 promoviert in Statistik am Institut für Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dann war er Postdoc in dieser Zeit, war er Postdoc von 2012 bis 2016, war 2014 Vertretungsprofessor an der TU Clausthal. Er ist dann für ein Jahr in die USA gegangen, war Scientist an der University of Stanford und war von 2016 bis 2017 wissenschaftlicher Angestellter an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie wissen ja schon, ja, auch eine Top-Universität. Ja, ich habe ja die große Ehre, an dieser Universität Präsident zu sein. Insofern, ja, er kommt also von den besten Plätzen. Und wir hatten dann das Glück in Dortmund, ihn 2017 zu berufen. Er war von 2017 bis 2019 Juniorprofessor an der TU Dortmund. Und seine Leistungen waren so herausragend bei uns, dass wir ihn 2019 berufen haben auf eine Professur für Statistical Methods for Big Data bei uns an der TU Dortmund. Seine Hauptarbeitsgebiete sind die Modellierung von kategorialen Daten, Methoden zur semiparametrischen Regression. Das hört sich jetzt sehr gestochen an, aber sein Hauptarbeitsgebiet ist auch die Sportstatistik, insbesondere Modellierung und Vorhersage von internationalen Sportturnieren. Da haben wir also jetzt den Besten. Das heißt, wenn Sie sich das lästige Fernsehgucken bei der Fußball-Europameisterschaft ersparen wollen, dann hören Sie Herrn Groll jetzt zu. Wir freuen uns auf den Vortrag von Professor Groll, an den ich jetzt übergebe. Mein Name ist Andreas Groll. Ich arbeite an der TU Dortmund an der Fakultät Statistik auf dem Gebiet Statistical Methods for Big Data und beschäftige mich da auch seit einigen Jahren mit dem Thema Sports Analytics, insbesondere auch der Vorhersage von großen Fußballturnieren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag Wer wird Fußball-Europameister? Wie man Spaß berechnen kann. Ich arbeite eben in meiner Forschung seit vielen Jahren an der Vorhersage von großen Fußballturnieren. Damit habe ich 2012 gestartet und seitdem modellieren und versuchen wir eben vorherzusagen alle großen Turniere wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und Sie sehen hier dementsprechend auch eine lange Liste von Co-Autoren, die hier über die Jahre dazugekommen sind und versucht haben, mit mir zusammen diese Modelle zu verbessern. Was mich besonders gefreut hat, endlich mal die Chance zu haben, weil es thematisch gut passt, hier auf der Startseite ein Borussia-Logo zu platzieren. Ja, vor so einem großen Turnier geht es natürlich den Fans und den Experten vor allem darum, Prognosen zu bekommen, welche Mannschaft denn vielleicht die größten Chancen hat, am Schluss Europameister oder Weltmeister zu werden, aber unter anderem auch darum, welche Teams denn vielleicht vorzeitig ausscheiden und eben vielleicht überraschend früh aus dem Turnier rausfliegen. Dementsprechend passieren vor dem Start einer WM oder EM verschiedenste Dinge. Eine Möglichkeit, wie man so eine erste Einschätzung bekommen kann, ob eine Mannschaft eher gute oder schlechte Chancen hat, ist, indem man sich die Wettquote anschaut. Man kann seit einigen Jahren vor jedem großen Turnier darauf wetten, wer wird der Meister, also wer wird Weltmeister, wer wird Europameister. Da kann man einfach die Wettquoten nehmen, kann die invertieren und bekommt dann eine Wahrscheinlichkeit. Was viele von Ihnen wahrscheinlich auch kennen, ist das berühmte Kick-Tipp-Spiel. Da können Sie vor einer WM alle Gruppen durchtippen und schon mal alle Spiele tippen. Das funktioniert natürlich auch vor einer EM. Ich illustriere das Ganze jetzt heute erstmal am Beispiel einer WM, weil wir eben die letzte 2018er Weltmeisterschaft eben jetzt in der Rückschau ganz gut bewerten können. Werde Ihnen dann aber natürlich am Ende auch sagen, wie es denn für das neue Turnier aussieht. Und was vielleicht auch viele von Ihnen mitbekommen haben, das startete, glaube ich, 2006 bei unserer Heim-WM in Deutschland, als Paul die Krake zu Rate gezogen wurde, die vor jedem Spiel eben zu einem der beiden Flaggen schwimmen sollte und damit dann quasi die einzelnen Spiele vorhersagt. Und auch in Russland 2018 kam dann hier eine ausgemergelte Katze mit großem Hunger zum Einsatz, die dann eben einen der beiden Futtertroge wählen sollte, um damit eine vermutlich sehr fundierte Vorhersage zu bekommen für diese Spiele. Ja, und die Frage ist aber jetzt natürlich, wie man das vielleicht mit Hilfe von statistischen Modellen etwas exakter und etwas vielleicht mehr ausgeklügelt modellieren kann. Und da kommen wir jetzt zum vielleicht etwas langweiligeren Teil dieses Vortrags, zum theoretischen Hintergrund. Falls da wirklich jemand Interesse haben sollte, gibt es hier auch einen kurzen Beitrag, wo wir mal alles zusammengeschrieben haben, wie man eigentlich Fußballdaten mit statistischen Modellen in Angriff nehmen kann. Und eine Klasse von Modellen, die da eine wichtige Rolle spielt, sind sogenannte Regressionsmethoden.
Da sehen wir auch schon die erste Formel. Es geht hier darum, dass wir die Tore Y in einem Spiel, wo Mannschaft I gegen Mannschaft J spielt, in einem Turnier K, durch eine Poisson-Verteilung modellieren. Die Poisson-Verteilung in der Statistik eignet sich eben insbesondere dafür, ganze Anzahlen zu modellieren und in unserem Fall eben die Anzahl der geschossenen Tore. Diese Poisson-Verteilung hängt von einem Erwartungswertparameter Lambda ab, den wir hier über diese komplizierte Formel modellieren, und zwar dieses Lambda, was im Endeffekt steuert, wie viele Tore jetzt eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft schießt, wird hier abhängig gemacht von der Differenz der Kovariablen der beiden Mannschaften. Das heißt beispielsweise, wir haben hier die Tore von Deutschland in einem Spiel gegen Frankreich, dann haben wir hier beispielsweise den deutschen FIFA-Rang minus den französischen FIFA-Rang oder die deutsche Wettquote minus die französische Wettquote. Und diese Beta-Koeffizienten, das sind eben die klassischen Regressionsparameter, die dann den Einfluss dieser Variablen steuern. Und diese Art von Modelle kommt eben seit einigen Jahren im Fußball zum Einsatz. Häufig haben wir eben relativ viele von diesen Kovariablen, dann müssten wir auch relativ viele von diesen Wetterkoeffizienten schätzen, und um das etwas stabiler zu machen, gibt es dann hier noch so eine zusätzliche bestrafte Technik, dass wir eben von der Likelihood, also von unserer Verteilung, unserer Poisson-Verteilung, einen Penalty-Term abziehen, der diese Wetterkoeffizienten bestraft, was letztlich dazu führt, dass viele dieser Wetterkoeffizienten auf Null gesetzt werden und dementsprechend viele Variablen aus dem Modell rausfliegen und nur die wenigen wichtigen übrig bleiben. Und für uns als Statistiker ist eben das Schöne, wir arbeiten in der Software R, und diese Methode ist auch in einem sehr, sehr bedienerfreundlichen und sehr schnellen Paket, dem Glimnet-Paket, implementiert, und damit können wir eben auf solchen Fußballdaten diese Modelle auch sehr angenehm schätzen. Und ja, was ich hier unten nochmal zusammengeschrieben habe, eben ich selber habe mit dieser Forschung 2012 gestartet und eben in den Turnieren 2012, die WM 2014 und auch bei der Euro 2016 kamen dann im Wesentlichen Modifikationen von diesem Modell zum Einsatz. Eine zweite Klasse sind sogenannte Ranking-Methoden. Da starten wir ganz ähnlich. Wir haben hier wieder die Tore, die Mannschaft I gegen Mannschaft J im M-ten Spiel erzielt. Und auch hier wieder dieser Lambda-Poisson-Parameter wird hier mit einem Term gebaut, der allerdings jetzt etwas einfacher ausschaut. Es gibt jetzt hier keine Variablen von den Mannschaften, sondern wir stellen uns das Ganze so vor: Wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, steht hier der deutsche Stärkeparameter minus der französische Stärkeparameter, und das Einzige, worauf noch kontrolliert wird, ist mit so einer Indikatorfunktion, ob es möglicherweise für die Mannschaft I, um deren Tore es gerade geht, hier ein Heimspiel vorliegt. Das ist also beispielsweise in einer WM-Quali der Fall, wo ja jede Mannschaft einmal im eigenen Land spielt und dann eben auch nochmal auswärts ran muss. Wenn jetzt aber beispielsweise Deutschland gegen Frankreich bei der WM in Brasilien spielt, dann wäre dieses Spiel für beide kein Heimspiel, weil ja nur die Brasilianer in dem Fall in ihrem eigenen Land als Heimmannschaft zählen. Dann würde dieser Dummy für beide Mannschaften auf Null stehen. Und da kann man dann das Ganze noch ein bisschen erweitern. Was Sie hier jetzt sehen, ist eben diese berüchtigte Likelihood, die sich ergibt als ein Produkt über alle Spiele in unserem Datensatz. Und hier treten dann eben die beiden Poisson-Verteilungen gegeneinander an von diesen beiden Mannschaften in dem einen Spiel. Und wie gesagt, uns geht es darum, eine gute Schätzung zu bekommen für diese Spielstärke-Parameter. Wir würden am Ende gerne für jede Mannschaft so eine Spielstärke schätzen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich Interesse daran habe, was ist die aktuelle Spielstärke-Stand heute von Deutschland, dann ist mir natürlich ein Spiel, das vorgestern stattgefunden hat, deutlich wichtiger als ein Spiel, was vor 6 Jahren stattgefunden hat. Dementsprechend können wir hier oben so einen kleinen Zeitgewichtungsfaktor noch mit einbauen, dass einfach kürzliche Spiele deutlich wichtiger sind in der Schätzung als weit in der Vergangenheit liegende Spiele. Und dann kann man sich noch überlegen, ob man so einen gewissen Wichtigkeitsfaktor mit einbaut, weil beispielsweise bei Freundschaftsspielen die Mannschaften halt und die Trainer immer etwas experimentieren und auch mal jüngere oder noch nicht so lange dabei seiende Spieler mal ausprobieren. Und dementsprechend könnte man beispielsweise sagen, ein Freundschaftsspiel wird bloß mit dem Gewicht 1 gewichtet und ein WM- oder EM-Spiel dann beispielsweise mit dem Faktor 4, weil man davon ausgehen kann, bei einer WM, da gibt sozusagen jede Mannschaft alles und da werden auch die besten Spieler eingesetzt und dementsprechend haben die vielleicht die wichtigste Aussagekraft für diese Stärke. Und dazwischen liegen dann halt solche Quali-Spiele beispielsweise. Ja, und hier haben Kollegen aus Belgien, Christoph Ley und sein Team, haben da eben in den letzten Jahren immer mit einem relativ großen Zeithorizont, die haben da meistens die letzten 8 Jahre, also alle Spiele aller Nationalmannschaften aus den letzten 8 Jahren
hier diesen Leichtblutansatz mit reingenommen und haben dann herausgefunden, dass man mit einem bivariaten Poisson-Modell und einer Halbwertszeit von 3 Jahren da die besten Ergebnisse erzielt. Das bedeutet also, dass ein Spiel, das heute stattfindet, genau doppelt so wichtig ist wie ein Spiel von vor 3 Jahren, wenn man eben hier noch diese Halbwertszeit mit einbaut in diesen Zeitgewichtungsfaktor. Ja, und die letzte Modellklasse, die ich Ihnen jetzt noch vorstellen möchte, sind die sogenannten Random Forests. Die Random Forests wurden 2001 von einem Forscher namens Breimann eingeführt und diese Random Forests sind im Endeffekt eine Sammlung von vielen sogenannten Bäumen und der Statistiker hat im Endeffekt immer 2 Szenarien, die Klassifikation oder die Regression. Dementsprechend spricht man hier auch von Klassifikations- oder Regressionsbäumen. Und die finale Vorhersage, die wir jetzt mit so einem Baum bekommen, wir schätzen im Endeffekt dann ganz viele solcher Bäume, eben entweder in der Klassifikation müssen wir dann über alle Bäume gucken, was war die wahrscheinlichste Klasse oder welche Klasse kam am häufigsten vor und machen dann quasi einen Mehrheitsbeschluss. Oder eben in unserer Situation, wo wir die Tore von den Mannschaften modellieren, sind wir in der Regressionsproblematik und dann würden wir die Ergebnisse von diesen ganzen einzelnen Bäumen einfach mitteln. Und was im Endeffekt ein einzelner Baum macht, ein Baum partitioniert den Merkmalsraum, also sprich beispielsweise den FIFA-Rang, die Wettquote und schaut, wo in den Variablen sind gute Split-Punkte, um die Mannschaften zu unterscheiden. Das werden wir aber dann gleich in einer Grafik sehen. Und dabei geht es also dann darum, dass wir für jede Variable immer den bestmöglichen Split finden müssen, sodass unsere Beobachtungen in 2 und dann immer mehr Gruppen unterteilt werden, sodass die Gruppen in sich sehr ähnlich sind, aber zwischen den Gruppen große Unterschiede entstehen. Das ist also das, worum es hier geht. Da gibt es dann noch so kleine Tuning-Techniken, dass man die Bäume etwas früher abschneiden kann, aber ich zeige Ihnen das jetzt mal in so einem Dendrogramm. Hier sehen Sie jetzt mal so ein Dendrogramm, im Endeffekt einen Baum, der jetzt hier etwas vereinfacht dargestellt ist, und zwar am Beispiel vom FIFA-Rang und der Wettquote. Und dieser Baum hat sich jetzt also entschieden, erstmal eine grundsätzliche Unterscheidung vorzunehmen in die Mannschaften, die einen besseren FIFA-Rang haben oder einen schlechteren FIFA-Rang haben und danach wird eben auch noch bei denen mit schlechterem FIFA-Rang wird dann noch unterschieden, wie gut die Wettquote, wie groß die Wahrscheinlichkeit gemäß der Wettquote war, eben in dem Fall Weltmeister zu werden. Und was man dann sieht, hier unten in diesen finalen Knoten sehen Sie jetzt auf Basis eines Boxplots dargestellt die Verteilung der Tore in dieser Untergruppe. Und weil wir hier eben die guten Mannschaften haben, findet sich hier beispielsweise das 8:0 von Deutschland gegen Saudi-Arabien wieder, was 2002 bei der WM in der Gruppenphase stattgefunden hat. Und ich glaube, die Spanier haben auch mal irgendwann 7:0 gewonnen gegen einen klaren Außenseiter. Während wir dann hier drüben in diesem Zweig beispielsweise das berühmte 7:1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014 sehen, weil bei diesem Spiel war Deutschland eben nicht so sehr Favorit, weil das Spiel ja eben auch gegen Brasilien stattgefunden hat. Und damals war auch Deutschland im Vergleich zu Brasilien jetzt nicht besonders weit vorne in der Wettquote. Es war also ein eher ausgeglichenes Spiel. Und da sehen wir eben hier, dass eigentlich hier eher weniger Tore erzielen, weil Deutschland sogar in diesem Spiel leicht der Underdog war. Und dementsprechend war es eigentlich ganz überraschend, dass die Deutschen da trotzdem 7 Tore erzielen konnten. Ja, und so schaut dann eben quasi ein Baum aus. Der teilt eben unsere Kovariablen in unterschiedliche Subgruppen und versucht eben herauszufinden, in welchen Subgruppen schießen die Mannschaften eher mehr Tore, mittel viele Tore oder eben eher wenige Tore. Und die Idee von diesem Forest, also diesem Wald, ist also jetzt, dass wir wiederholt solche Bäume wachsen lassen, und zwar relativ viele, meistens ungefähr 5000 Stück mindestens. Und die Idee dabei ist jetzt, nicht nur, wenn ich nicht nur einen Baum wachsen lasse, sondern ganz viele Bäume wachsen lasse, dass wir auf diese Art und Weise die Varianz reduzieren und die Bäume untereinander versuchen zu dekorrelieren. Weil wenn ich jetzt einfach immer auf demselben Datensatz die Bäume wachsen lassen würde, dann würde ich halt einfach ganz genau denselben Baum jedes Mal wieder bekommen. Wir müssen also uns jetzt noch Strategien überlegen, wie wir diese Bäume ein bisschen voneinander unterschiedlich machen können. Und was man da eben macht, ist, dass man die Bäume nicht auf dem Originaldatensatz, sondern auf einer sogenannten Bootstrap-Stichprobe wachsen lässt. Das heißt, wir nehmen unseren Originaldatensatz und ziehen uns 5000 Subdatensätze aus diesem Datensatz heraus, mit zurücklegen, was bedeutet, dass manche Spiele häufiger in den Datensatz reinkommen können und dafür andere Spiele gar nicht. Und dann lassen wir auf diesen 5000 leicht unterschiedlichen Datensätzen jedes Mal einen Baum wachsen. Und der zweite Schritt, den wir jetzt hier noch absichtlich einbauen,
dass wir an diesen einzelnen Knoten, wo wir eben gucken, was wäre jetzt die beste Variable, um den Split zu machen, da nehmen wir gar nicht alle Variablen, sondern wir ziehen uns einfach eine kleine Zufallsauswahl und aus diesen wenigen wird dann entschieden, was ist die beste Variable. Und dadurch werden automatisch die Bäume leicht unterschiedlich, weil es halt in jedem einzelnen Baum per Zufallsverfahren etwas anders laufen kann, wo hier diese Aufteilungen vorgenommen werden. Und dadurch bekommen wir dann insgesamt ein sogenanntes Ensemble aus 5000 Bäumen, die leicht unterschiedlich sind, die auf leicht unterschiedlichen Daten gewachsen sind. Und die können wir dann im Endeffekt aggregieren und können dann eben auf diese Art diese Random Forest auch für Fußballdaten benutzen. Beim Fußball eben ist die Zielgröße die Anzahl der Tore. Wie gesagt, etwa 5000 Bäume werden da in der Regel benutzt. Die Verfahren sind sehr schnell implementiert, sodass Sie da auch nicht besonders lange warten müssen, bis Sie das dann alles berechnet haben. Und was wir eben dann am Ende machen können, wenn wir jetzt eine Vorhersage, stellen wir uns vor, dass wir unseren Random Forest auf einem Datensatz von vergangenen Spielen geschätzt haben, angepasst haben. Und jetzt wollen wir ein neues Fußballspiel vorhersagen. Dann können wir jetzt eben zurückgehen hier zu diesem Dendrogramm und nehmen jetzt die Kovariablen von diesem neuen Spiel und lassen die quasi von oben in den Baum hineinfallen und dann landet diese Beobachtung am Ende in einem Knoten, je nachdem, was die Variable für eine Ausprägung hat. Dann wissen wir eben, ob hier eher wenige oder eben eher viele Tore vorhergesagt werden. Das heißt, ich muss dann eben in jeden einzelnen von diesen 5000 Bäumen muss ich eine neue Beobachtung quasi hineinfallen lassen, bekomme dann am Schluss 5000 Vorhersagen und die kann ich dann einfach mitteln und bekomme damit dann eigentlich einen relativ stabilen Schätzer für die Tore, die diese Mannschaften wohl schießen. Und diesen Schätzer kann ich dann einfach wieder in so eine Poisson-Verteilung einsetzen und könnte mir dann dadurch auch beispielsweise neue Spiele simulieren. Von diesen Random Forest, das jetzt nur nochmal zur Vollständigkeit halber, gibt es zwei verschiedene Implementierungen in R, die recht bekannt sind. Zum einen die klassische Implementierung im Ranger-Paket und dann noch eine etwas modernere mit noch ein paar Zusatzsperenzchen gibt es dann hier noch den Sea Forest aus dem Party-Paket. Das ist dann auch der Forest, den wir dann für unsere Analysen genutzt haben. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen mal ganz konkret eben am Beispiel der vorangegangenen FIFA-WM zeigen, wie man das machen kann. Also das Erste, was wir machen, wir sammeln uns alle möglichen Kovariablen und zwar zum Zeitpunkt kurz vor der WM 2018 haben wir uns also einen Datensatz gebaut aus allen Spielen der vergangenen 4 WMs und dabei haben wir einige wirtschaftliche Faktoren mit hineingenommen, also beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes und die Bevölkerungszahl. Besonders wichtig für uns sind natürlich sportliche Faktoren, die uns irgendwie aussagen, ob es sich um gute oder schlechte Mannschaften handelt. Was man da also beispielsweise eben machen kann, man nimmt sich irgendeinen Wettanbieter, wir haben hier Odset genommen, weil man in Deutschland eben schon seit 2002 auf Wer wird Weltmeister tippen kann und kann dann eben diese Odset-Wettquote umrechnen in Siegwahrscheinlichkeiten. Und was wir natürlich auch relativ einfach bekommen, ist den FIFA-Rang, der ja auch immer so ein bisschen aussagen soll, welche Mannschaften sind gerade in letzter Zeit gut gewesen, welche sind in letzter Zeit eher schlecht gewesen. Da muss man eben so ein bisschen auf den Heimvorteil aufpassen. Normalerweise gibt es bei jeder WM einen Austrager, das heißt beispielsweise 2018 war das Russland, das heißt alle russischen Spiele sind dann Heimspiele. Dann haben wir bei der WM natürlich die spezielle Situation, dass das weltweit stattfindet, das heißt, wenn eine Mannschaft vom selben Kontinent kommt wie der Austrager, dann gehen wir halt davon aus, dass diese Mannschaft etwas weniger Reisestrapaz hat, die Fans können auch besser mitreisen und dementsprechend haben die vielleicht so eine Art halben Heimvorteil, während wenn jetzt irgendwie Südamerika, Argentinien rüber nach Russland fliegen muss, dann ist das vielleicht eben ein Nachteil. Und dann haben wir den Kontinent an sich auch noch als Variable mit eingebaut, weil man halt weiß, bei einer Weltmeisterschaft sind halt die europäischen und die südamerikanischen Teams in der Regel etwas besser als die Teams der anderen Kontinente. Ja, und dann haben wir noch so ein paar bisschen verrücktere Variablen zusammengebaut, die jetzt so ein bisschen die Struktur der einzelnen Mannschaften sagen. Wir haben zum Beispiel für jede Nationalmannschaft zählen wir immer von den 23 Mann im Kader, was ist die erstgrößte Gruppe, die im selben nationalen Club zusammenspielt und was ist die zweitgrößte Gruppe. Da hat man dann bei Deutschland beispielsweise oft sowas wie 7 Spieler vom FC Bayern und 5 Spieler vom Borussia Dortmund, dann wären diese Variablen 7 und 5. Und dann haben wir eben geschaut, das Durchschnittsalter berechnet für alle 23 Spieler. Wir haben geschaut, wie war die Performance der Nationalspieler in der direkt vorangegangenen Champions League-Saison oder auch Europa League-Saison. Wir haben also beispielsweise, zählen wir, wie viele Spieler sind im Kader, die mindestens das Halbfinale
bei der letzten Champions League erreicht haben. Und zu guter Letzt zählen wir noch, wie viele Legionäre gibt es in der Nationalmannschaft, also wie viele Spieler spielen eigentlich in einem ausländischen Team. Und zu guter Letzt noch ein paar Variablen über den Trainer, das Alter des Trainers, ob er dieselbe Nationalität hat wie sein Team und wie lange er schon im Amt ist. Und das Entscheidende ist jetzt eben, das haben wir vorher schon mal gesehen bei dieser Poisson-Formel, dass wir eben die Differenzen dieser Variablen nehmen zwischen der Mannschaft, um die es gerade geht und deren Tore es gerade geht und deren Gegner. Das schaut dann wie folgt aus. Hier oben sehen Sie jetzt mal ein Beispiel. Das sind die ersten zwei Gruppenspiele aus der französischen Gruppe bei der FIFA-WM 2002. Da hat beispielsweise Frankreich gegen Uruguay 0:0 gespielt und damals, 2002, war das Alter von Frankreich, das Durchschnittsalter, 28,3. Frankreich war damals FIFA-Rang Platz 1 und hatte, wenn man die OZ-Wettquote damals umgerechnet hatte, eine knapp 15% Chance, Weltmeister zu werden. Und das haben wir also für alle Mannschaften vorliegen. Und was wir uns jetzt bauen, das ist das, was wir Statistiker Design Matrix nennen. Ja, wir bauen uns jetzt einen neuen Datensatz, wo wir jetzt die jeweils einzelnen Tore separat modellieren. Also das sind die französischen Tore in diesem Spiel und hier haben wir die uruguayanischen Tore. Und jetzt bauen wir uns eben aus diesen Variablen die Differenzen. Wir sehen also hier aus Sicht von Frankreich, rechnen wir 28,3 minus 25,3, bekommen also eine Differenz von plus 3 beim Alter und eine Differenz von minus 23 im FIFA-Rang. Und wenn wir das Ganze aus Sicht von Uruguay machen, dann drehen sich einfach hier die Vorzeichen um. Und diesen Datensatz bauen wir jetzt eben für alle vergangenen WMs auf und bringen den dann in eine viel übersichtlichere und angenehmere Form, mit der wir dann auch als Statistiker gut arbeiten können. So sieht das Ganze dann quasi bei uns in R aus. Und auf diesem Datensatz können wir dann wirklich die Modelle anpassen. Und die Frage ist aber jetzt, wir haben ja am Anfang des Vortrags gesehen, es gibt hier unterschiedliche Verfahren, mit denen man Fußballmodellierung betreiben kann. Und welche soll man denn jetzt am Ende wählen? Also welche bringt denn jetzt die beste Vorhersage? Und da ist unsere Idee gewesen, dass wir einen Wettbewerb konstruieren. Wir sind immer noch zum Zeitpunkt vor der WM 2018. Diese vier WMs sind also schon längst gespielt, diese Daten haben wir. Also bauen wir uns ein Turnier-Weglass-Strategie, indem wir einfach sagen, wir nehmen immer einen sogenannten Trainingsdatensatz aus drei von vier WMs. Darauf passen wir alle unsere verschiedenen Modelle an. Und dann gucken wir einfach, wie gut wäre es gelungen, auf diesen Anpassungen basierend die jeweils weggelassene WM vorherzusagen. Und das machen wir am Ende einmal reihum, sodass jede WM einmal die weggelassene ist und dann können wir eben über unsere Vorhersagen mitteln und bekommen dann also eine verlässliche Aussage, welches Verfahren wäre zumindest auf den vergangenen WMs am besten gewesen, wenn man so tut, als wäre immer eine WM noch gar nicht gespielt gewesen und als würde man die vorhersagen wollen. Und weil die WMs natürlich in Wirklichkeit schon gespielt waren, können wir eben dann auch gucken, wie gut hat denn die Vorhersage geklappt. Und was wir dann eben noch als Idee hatten, wir haben ja vorher diesen Ranking-Ansatz gesehen, wo es eben darum geht, immer auf den letzten 8 Jahren mit diesem Zeitgewichtungsfaktor diese Stärkeparameter zu schätzen. Das ist zum einen, kann man das als Modell für sich nehmen, zum anderen kann ich aber auch diese Rankings, diese Stärkeparameter, die hierbei sich ergeben, einfach als neue Variable auffassen und sie dem Random Forest oder eben auch dieser Lasso-penalisierten Regression, die wir am Anfang gesehen haben, auch einfach als weitere Variable geben. Also quasi zusätzlich zu diesen ganzen Sachen kann ich jetzt eben auch noch diese Rankings einfach hinzugeben. Und da hat uns eben sehr interessiert, wie sehr sich die Schätzung verbessert, wenn wir solche extern geschätzten Variablen auch noch mit ins Modell nehmen, die sozusagen andere Statistiker für uns gebaut haben. Und das nennen wir dann im Endeffekt ein hybrides Machine Learning Modell, weil wir eben Variablen integrieren, die selbst schon aus statistischen Modellen stammen. Und ja, jetzt müssen wir uns aber überlegen, ich habe ja gerade gesagt, wir lassen immer eine WM weg und wollen dann wissen, wer hat da am besten vorhergesagt. Wie kann ich denn überhaupt vorhersagen? Naja, bei so einem Fußballspiel interessiert einen ja meistens, gab es einen Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage. Das heißt, diese Dreiwegsituation ist besonders interessant. Und wir wissen eben, für diesen Trainingsdatensatz, den wir uns gebaut haben, wissen wir, für alle Groß-N-Spiele gab es eine 1, eine 2 oder eine 3, weil wir halt alle Resultate vorliegen haben. Und wir brauchen jetzt mit unseren Modellen eben genau dafür, für jedes Spiel, die drei Wahrscheinlichkeiten. Also was hätte das Modell gesagt für Sieg, Unentschieden, Niederlage? Und diese Wahrscheinlichkeiten bekommen wir relativ einfach, weil wir ja immer eine Poisson-Verteilung unterstellen. Kann ich mir also ausrechnen,
wenn G1 die Tore der ersten Mannschaft und G2 die der zweiten Mannschaft sind und ich einen Schätzer habe für die beiden Poisson-Parameter, kann ich mir einfach über die sogenannte Skellen-Verteilung ausrechnen, naja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit in diesem speziellen Spiel, dass die erste Mannschaft mehr Tore schießt als die zweite, das wäre dann meine Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg oder Sieg erste Mannschaft, Unentschieden oder Sieg zweite Mannschaft. Und was ich dann auch noch machen kann, man kann sich jetzt noch die Wettquoten aus dem Internet ziehen für die einzelnen Spiele, also was haben die Buchmacher für Quoten für die einzelnen Spiele gegeben. Und eigentlich sollte ich jetzt einfach nur 1 durch die Wettquote rechnen, dann würde ich die Wahrscheinlichkeit bekommen gemäß dem Wettanbieter für Sieg, Unentschieden, Niederlage. Aber die Wettanbieter sind natürlich clever und machen das so ähnlich wie im Casino, wo sie beim Roulette die 0 haben. Diese 1 durch Quoten summieren sich halt einfach nicht auf 1 auf. Daran sieht man also quasi die Marge, die sich der Wettanbieter nimmt. Und dementsprechend müssen wir dann mit noch so einem kleinen Normierungsschritt diese Marge vom Wettanbieter rausrechnen. Aber wenn ich das mache, bekomme ich eben auch vom Wettanbieter, kann ich die Wettquoten eben auch direkt in solche Wahrscheinlichkeiten umrechnen. Ja, und jetzt haben wir uns 3 verschiedene Maße angeschaut, mit denen wir jetzt die Vorhersagequalität bewerten können. Für jedes Spiel, das wir vorhersagen wollen, kennen wir den wahren Ausgang. Das sind diese Deltas hier oben. Das ist ein Kronecker-Symbol. Das sagt uns also quasi einfach nur, war es das oder war es das? Und dann nehmen wir uns einfach für das Spiel diejenige Wahrscheinlichkeit für den Ausgang, den das Spiel hatte. Und das können wir dann über alle vorhergesagten Spiele mitteln und bekommen dann quasi die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit des Modells im Durchschnitt für den wahren Spielausgang. Also das wollen wir so hoch wie möglich bekommen. Was man im Machine Learning oder auch in der Statistik ganz oft sieht, wenn ich zwischen 3 verschiedenen Klassen unterscheide, ist die sogenannte Klassifikationsrate. Schaut auch komplizierter aus, als es ist. Ich schaue einfach nur nach, ist die größte von den 3 Wahrscheinlichkeiten für dieses Spiel auch wirklich die, die zu dem Ausgang passt, den es gab. Wenn ja, dann sage ich, das war ein Treffer. Ich habe richtig vorher gesagt. Wenn nein, dann war es sozusagen eine falsche Klassifikation, dann bekomme ich hier eine 0. Und darüber können wir dann auch wieder über alle Spiele mitteln. Und das letzte hier, der sogenannte Rank Probability Score, das ist jetzt noch eine Technik, die schaut von der Formel noch komplizierter aus. Die berücksichtigt noch die ordinale Struktur in den Daten. Das bedeutet, wenn es beispielsweise einen Sieg der erstgenannten Mannschaft gab, dann ist es besser, wenn das Modell wenigstens ein Unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausgesagt hätte, als einen Auswärtssieg. Also quasi mit einem Unentschieden bin ich halt näher dran am Heimsieg, als wenn ich einen Auswärtssieg stattdessen getippt hätte. Und das wird hier noch berücksichtigt. Und jetzt können wir diese 3 Methoden, die wir am Anfang gesehen haben, den Random Forest, diese Ranking-Methode und die Lasso-Regression, können wir jetzt bezüglich dieser 3 Maße mal vergleichen. Und dann sehen Sie hier noch die beiden Hybriden, das sind also der Lasso und der Random Forest, jeweils mit der Ranking-Variable noch als zusätzliche Variable mit hineingeworfen. Und in Magenta eingefärbt sehen Sie jetzt den jeweiligen Gewinner. Und was jetzt schon sehr auffällt, ist, dass wir es geschafft haben, mit dem Lasso sogar bezüglich diesem Likelihood-Kriterium die Buchmacher zu schlagen, weil die Likelihood soll eben möglichst groß sein. Das gleiche gilt für die Klassifikationsrate und beim Rank Probability Score. Also wir konnten hier mit den Modellen wirklich die Wettanbieter schlagen. Und weil es aber, wenn wir jetzt dann gleich zu dem Schritt kommen, dass wir wirklich ein neues Turnier durchsimulieren wollen, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir Sieg, Unentschieden, Niederlage möglichst gut klassifizieren können. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Tore an, weil gerade bei so einer EM habe ich eine Gruppenphase und dann muss ich halt gucken, wenn 2 Mannschaften punktgleich sind, dann schaue ich im nächsten Schritt halt aufs Torverhältnis. Das heißt, wir sind schon auch daran interessiert, dass wir die Tore selbst möglichst präzise vorhersagen. Das heißt, wir haben uns noch die quadratische Abweichung der Tore selbst angeschaut, beziehungsweise der Tordifferenz. Also quasi hier habe ich die wahre Tordifferenz in einem speziellen Spiel und das wäre die vom Modell vorhergesagte Tordifferenz und die sollen dann auch nah beieinander sein. Könnt ihr mir das Ganze auch absolut anschauen. Hier bei der WM haben wir es uns quadratisch angeschaut. Da macht es jetzt keinen Sinn, die Wettanbieter mit reinzunehmen. Aber was man hier sieht, dieser hybride Random Forest, der auch gerade eben schon in 2 von 3 Fällen gewonnen hatte, gewinnt auch ganz eindeutig hier, wenn es dann noch darauf ankommt, die Tore ganz präzise vorherzusagen. Und dementsprechend haben wir uns jetzt entschieden, als wir diesen Wettbewerb eben durchgeführt hatten auf den vergangenen 4 Weltmeisterschaften, dass wir jetzt die 2018er WM mit diesem hybriden Random Forest vorhersagen wollen, weil der eben einfach am besten abgeschnitten hat. Und jetzt haben wir also uns nochmal den gesamten Datensatz von allen Spielen von 2002 bis 2014 genommen, haben diesen Random Forest angepasst.
Der Random Forest ist ein sogenanntes Blackbox-Modell, wo ich in diesen 5000 Bäumen nicht mehr ganz so einfach verstehe, wie die Variablen sich eigentlich auf die Tore auswirken. Man kann sich aber zumindest so eine Variablenwichtigkeit anzeigen. Und was da ganz auffällig ist, dass diese Abilities, das sind jetzt eben diese Rankings, die aus diesem Extra, aus dieser Extra-Variable stammen, dass die tatsächlich mit Abstand die größte Wichtigkeit haben. Gefolgt vom FIFA-Rang und von den OZ-Quoten. Das heißt also, an dieser Grafik haben wir dann gesehen, dass es tatsächlich sich total gelohnt hat, diese Extra-Variable noch hybrid ins Modell mit aufzunehmen. Wir haben es natürlich auch vorher schon an diesen Magenta-Zahlen gesehen, dass der Hybride eben gewinnt. Aber er gewinnt eben wohl unter anderem deswegen, weil wir eben diese Abilities noch mit hinzugenommen haben. Und jetzt kommt also der spannende Punkt. Jetzt wollen wir also so eine WM basierend auf diesem Modell durchsimulieren. Das heißt, ich nehme mir jetzt den FIFA-Turnierbaum. Ich weiß ganz genau, wer spielt in der Gruppenphase gegen wen. Und ich kann jetzt eben mit diesem Random Forest vorhersagen, auf Basis der Variablen, wie diese Poisson-Verteilungen in jedem einzelnen Spiel ausschauen. Und jetzt kann ich einfach jedes Spiel in der Gruppenphase aus einer Poisson-Verteilung durchsimulieren. Dann kann ich ganz streng den FIFA-Regeln folgend meine Gruppentabelle machen und dann bekomme ich halt ein spezielles Achtelfinale. Dann kann ich genau weiter so das Achtelfinale durchsimulieren. Da muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil es in der K.O.-Runde jetzt natürlich auch Verlängerung geben kann. Da haben wir aber eine ganz elegante Methode gefunden, dadurch, dass das Spiel halt einfach in der Verlängerung noch ein Drittel so lang nachgeschoben wird wie im eigentlichen Spiel, können wir dann einfach mit der ein Drittelten Poisson-Intensität simulieren, weil die Verlängerung eben entsprechend kürzer ist. Und wenn danach in einem Verlängerungsspiel das Spiel immer noch unentschieden steht, dann simulieren wir einfach den Coin-Flip fürs Elfmeterschießen, weil Elfmeterschießen ist im Fußball eine ganz eigene Geschichte, da haben wir uns dann quasi nicht dran getraut. Und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich quasi einmal die komplette WM durchsimulieren. Und das machen wir jetzt nicht einmal, sondern das machen wir jetzt 100.000 Mal. Und wenn ich jetzt 100.000 Mal die komplette WM durchsimuliert habe, dann kann ich einfach zählen, in wie viel der Fälle war jetzt beispielsweise hier Spanien, in wie viel Prozent der Fälle hat Spanien das Achtelfinale erreicht. Also beispielsweise 88,4% der Fälle. Und dann sieht man hier eben quasi solche Überlebenswahrscheinlichkeiten. Und unser Modell hätte dann gesagt, Spanien ist der Top-Favorit gewesen für die WM 2018 mit 17,8 Wahrscheinlichkeit, relativ dicht gefolgt von Deutschland. Und dann kam so ein gewisser Bruch und Frankreich, die es ja dann am Ende geschafft haben, wurde vom Modell nur auf 11,2% spezifiziert. Was man jetzt noch machen kann, man kann für jede Gruppe, kann man sich ausrechnen, auf Basis der 100.000 Simulationen, was wäre der wahrscheinlichste Endstand in dieser Gruppe gewesen. Und das ist ganz interessant, weil man hier beispielsweise sieht, dass die deutsche Gruppe, dass man genau mit Deutschland auf Platz 1 und Schweden auf Platz 2 endet. Die anderen beiden Plätze sind uns die Ränge egal, weil eh beide ausscheiden bei der WM. Hatte 29,9% und ist relativ niedrig, auch hier in Gruppe H war es relativ niedrig, als beispielsweise hier in Gruppe G. Also hier in Gruppe G war sich das Modell schon ziemlich sicher, dass es genau in dieser Reihenfolge enden wird. Und tatsächlich haben sich am Ende die 6 Gruppen mit den höheren Wahrscheinlichkeiten exakt so realisiert. Und die deutsche Gruppe, da wissen wir alle, dass leider Gottes Mexiko hier statt Deutschland dann eine Runde weitergegangen ist. Und hier drüben haben es, glaube ich, die Japaner statt den Polen geschafft. Und basierend auf dieser wahrscheinlichsten Gruppenendanordnung kann ich dann halt auch den wahrscheinlichsten Turnierverlauf mir durchrechnen. Und in diesem wahrscheinlichsten Turnierverlauf stand dann sogar Deutschland vorne. Es schaut immer super nett aus, aber wenn Sie jetzt die Wahrscheinlichkeit haben wollen, dass die WM exakt so und exakt so verläuft, dann müssten Sie alle diese Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren und dann kommen Sie am Ende quasi bei Null raus. Das heißt, so schön das Ganze ausschaut, man kann mit quasi Sicherheit sagen, dass exakt so die WM halt trotzdem nicht laufen wird. Irgendwo wird es Abweichungen geben. Ja, und was wir dann auch noch machen können, das sehen Sie mal hier, das war jetzt mittendrin im Turnier, da sind wir jetzt quasi zum Zeitpunkt kurz vor dem Halbfinale, können wir uns auch Überlebenswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Also was man hier zum Beispiel in Braun sieht, den Verlauf des deutschen Teams. Also am Anfang war Deutschland eben kurz hinter Spanien der Favorit. Dann kam die Auftaktniederlage gegen Mexiko. Das hat natürlich die Wahrscheinlichkeiten auf den WM-Sieg sofort erheblich gedämpft. Dann kam der Last-Minute-Sieg gegen Schweden. Da ging es wieder ein bisschen bergauf. Und dann kam sofort das K.O. mit der Niederlage gegen Südkorea und man ist ausgeschieden. Und auch die Spanier, die waren sozusagen hier bisher super auf Kurs. Und dann haben sie völlig überraschend im Elfmeterschießen gegen Russland verloren und waren raus.
Und die Franzosen, hier in Gelb dargestellt, die haben sich quasi so sukzessive übers Turnier sozusagen zum Favoriten gemausert. Und die Kroaten, die ja am Ende ein ganz knappes Finale gegen Frankreich gespielt haben, waren aber hier zum Zeitpunkt vor dem Halbfinale doch noch ganz klare Außenseiter. Sie können jetzt natürlich sagen, naja, also jetzt haben die hier Spanien und Deutschland ganz vorne gesehen. Wie gut ist denn so ein Modell? Weil, was wir ja jetzt hier mit der WM 2018, wir wissen natürlich jetzt, wie die ausgegangen ist, sind natürlich hinterher schlauer. Zunächst mal können wir uns an all diese schönen Highlights erinnern. Das war vielleicht eines der eher weniger schönen Highlights, dass Neymar insbesondere durch seine Schwalben aufgefallen ist. Hier gab es noch so einen kleinen Lapsus von Michy Batshuayi, der sich hier so sehr gefreut hat, dass er den Ball nochmal ins Tor schießen wollte und dann ist ihm dieser Lapsus passiert. Aber was wir vor allem noch wissen, die drei Mannschaften, die wir im Modell vorne hatten, die haben letztlich alle relativ kläglich versagt und wir wissen alle, dass stattdessen die Franzosen gejubelt haben. Die Frage ist jetzt also, ist jetzt unser Modell also doch Schrott? Hat das jetzt alles eigentlich überhaupt nichts gebracht? Nicht unbedingt, ich erkläre Ihnen jetzt auch warum. Das Problem ist einfach, sowas kann passieren. Wenn Sie sich einfach die drei Wahrscheinlichkeiten addieren für unsere drei Mannschaften, die wir vorne hatten, und Sie ziehen die jetzt von 100% ab, dann bekommen Sie halt immer noch 52% dafür, dass keine dieser Mannschaften von diesen dreien die WM gewinnt. Das heißt, so überraschend, dass es keiner der drei Favoriten war, ist es letztlich gar nicht. Und dann haben wir natürlich als Statistiker das Problem, wenn wir eine komplette WM uns angucken und jetzt einfach gucken wollen, wie gut haben wir die jetzt insgesamt vorhergesagt, dann haben wir eine Stichprobe von 1. Wir müssten also die FIFA anfragen, ob sie die WM vielleicht 1000 Mal für uns hintereinander austragen könnte. Dann könnten wir besser evaluieren, ob diese 17,8% für Spanien sich auch im Mittel bei 1000 WMs realisieren. Das heißt, was man eigentlich etwas besser machen kann, man kann sich jetzt in der Rückschau nochmal die 64 Einzelspiele angucken. Wie gut hätte denn unser Modell alle 64 Spiele im Vorfeld vorhergesagt? Und da haben wir jetzt natürlich wenigstens eine Stichprobe von 64 und jetzt sehen Sie hier einfach nochmal dieselben Maße, die wir vorher schon benutzt hatten, um unseren Gewinner zu finden, jetzt aber eben auf die 64 Spiele der WM 2018 angewandt und tatsächlich hätte der hybride Random Forest wieder in allen Kategorien die Buchmacher geschlagen. Hier jetzt verglichen mit den Wettquoten der Buchmacher auf die 2018er WM-Spiele. Und auch bei der Tordifferenz, jetzt wo die 64 Spiele vorbei sind, können wir uns natürlich auch die Tordifferenz anschauen. Auch hier hat der hybride Random Forest wieder eine ziemlich gute Performance erzielt. Und dann kann man noch alle möglichen anderen Dinge machen. Wir haben uns vor der WM 2018 auf einer FIFA Experts Seite angemeldet zu einem Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb konnte man für alle 64 Spiele mit so einem kleinen Regler quasi immer die drei Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Unentschieden, Niederlage einregeln. Und ich habe mich hier einfach mit Andreas Groll angemeldet und habe an diesem Wettbewerb teilgenommen, habe einfach das Modell, ich habe einfach 1:1 die Wahrscheinlichkeiten von dem Modell eingegeben und am Ende sind wir von über 500 Teilnehmern um 6 Punkte quasi hinter Platz 1 gelandet. Da kann man, glaube ich, schon sagen, dass so ein Modell doch eine deutlich bessere Performance erzielt als jetzt der Hobby-Experte, der nach Bauchgefühl tippt. Und auch dieser Gewinner hier, Esportes M. Numeros, wer weiß, ob das nicht auch irgendein Modell war. Ja, dann Ihnen allen bekannt und eben von vielen genutzt, das Kick-Tipp-Spiel. Hier geht es ein bisschen um was anderes. Hier muss ich eben wirklich konkrete Ergebnisse einstellen und dann bekomme ich halt besonders viele Punkte, wenn ich das Ergebnis exakt treffe. Ich bekomme immer noch relativ viele Punkte, wenn ich die richtige Tordifferenz treffe und ich bekomme noch ein paar Gnadenpunkte, wenn ich wenigstens den richtigen Gewinner oder Unentschieden korrekt vorhergesagt habe. Und hier sehen Sie meine traurigen Resultate meiner Arbeitsgruppe hier an der TU Dortmund. Unser Modell hat hier auch wieder mit fast 20 Punkten Abstand gewonnen und hier wurde eben so ein bisschen anderes Kriterium genommen. Es ging eben wirklich um die einzelnen Ergebnisse. Und dann gab es noch von einem Kollegen von der Uni Kopenhagen, Klaus Ekström, der hatte einen Wettbewerb implementiert, da konnte man vor der WM 10.000 konkrete Bäume aus seiner Simulation einreichen, also Turnierverläufe, 10.000 Stück. Weil wir ja eben sowieso 100.000 Mal simuliert hatten, hatten wir also quasi solche 10.000 Bäume rumliegen, haben die dann eingereicht und auch hier haben wir mit so einem gewissen Abweichungsmaß, da wurde quasi nachdem die WM vorbei war, geguckt, wie nah waren wir mit unseren 10.000 Verläufen am wahren Gesamtturnierbaum. Und ja, hier sehen Sie, da waren wir der Beste von Vieren, weil dieser Wettbewerb war jetzt nicht für so viele Leute realisierbar, weil die meisten Leute haben halt jetzt nicht auch 10.000 WM-Turnierverläufe auf dem Rechner herumliegen. Aber auch da konnten wir gute Ergebnisse erzielen.
Ja, und das Letzte, was man jetzt noch machen kann, das ist vielleicht für einige der Zuhörer spannend, man kann jetzt noch gewisse Wettstrategien ausprobieren. Also wenn man insbesondere die Dreiwegwette Sieg, Unentschieden, Niederlage sich anschaut, kann ich mir einfach ausrechnen, wenn ich jetzt dem Modell komplett vertraue, dann habe ich die drei Wahrscheinlichkeiten von meinem Modell für die drei Ausgänge, ich multipliziere sie mit der angebotenen Quote, ziehe meinen Einsatz von einer Einheit ab und das wäre dann also der erwartete Gewinn, wenn ich dem Modell vertraue und sage, die Wahrscheinlichkeiten vom Modell sind verlässlich. Und wenn diese Zahl positiv ist, dann erwarte ich also einen Gewinn, wenn ich diese Wette eingehe und ich kann dann natürlich sagen, ich nehme den maximalen, also ich wette auf den Ausgang, wo ich diesen Wert maximieren kann. Und das Ganze kann man dann sogar noch so ein bisschen verfeinern. Man kann halt sagen, ich wette nicht nur, wenn es positiv ist, sondern ich wette, wenn ich mindestens 10% Return habe. Sonst ist mir die Wette, ist es mir das nicht wert, dieses Risiko überhaupt einzugehen. Also man kann gewisse Schwellen, Tau ausprobieren mit einem gewissen Mindest, mit einer Mindestrendite. Und man kann das Ganze sogar noch verkomplizieren, indem man ein sogenanntes Kelly-Kriterium benutzt. Mit dem Kelly-Kriterium kann man sich ausrechnen, was dann sogar der optimale Einsatz ist. Also normalerweise wetten viele Leute immer mit demselben Einsatz, aber man könnte auch noch den Einsatz optimieren unter Berücksichtigung der Quote und der Gewinnwahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken für die 64 Spiele der letzten WM, dann sehen Sie eben hier unten an der X-Achse verschiedene solche Schwellen, Tau, also quasi was möchte ich mindestens an Rendite, an erwarteter Rendite haben, um überhaupt die Wette einzugehen. Und in schwarz sehen Sie dann die Kurve für konstante Wetteinsätze und in grau sehen Sie die Kurve für optimierte Wetteinsätze. Und das Entscheidende ist aber, hier unten sehen Sie gestrichelt die Null. Das heißt, völlig egal, welche Schwelle Sie genommen hätten, hier hätte es scheinbar noch ein bisschen mehr gebracht, wenn wir es optimiert hätten, aber Sie hätten hier eine relativ hohe Rendite erzielt. Ist natürlich nach wie vor eine kleine Stichprobe. Man muss auch dazu sagen, bei 64 Spielen, wenn Sie da einmal sowas bekommen wie, dass da irgendwie Jamaika einen Überraschungssieg schafft und das Modell hat auf Jamaika gesetzt, dann sind Sie ja gleich mal für die nächsten 20 Spiele im Plus. Das ist also immer noch ziemlich variabel, aber natürlich sind wir sehr zufrieden, wenn wir diese Ergebnisse sehen. Ja, und jetzt habe ich Sie aber auch wirklich lang genug auf die Folter gespannt mit diesen ganzen Theorien. Wir haben also quasi jetzt, stehen wir ja kurz vor der Euro 2020, beziehungsweise wenn Sie den Vortrag hören, dann hat sie gerade angefangen. Und wir wollen also natürlich auch hier jetzt wieder eine Vorhersage bekommen, haben uns aber seit der WM 2018 auch noch ein paar Verbesserungen überlegt. Die größte Verbesserung ist, dass wir von zwei weiteren Statistikteams solche externen Ranking-Variablen bekommen haben. Also wir hatten weiterhin diese Variable von Christoph Ley aus Belgien, die eben die vergangenen 8 Jahre berücksichtigt. Und dann haben wir eben von einem Team von Forschern aus Innsbruck, die ein sogenanntes Bookmaker-Konsensus-Modell anpassen. Die nehmen sich halt einfach 20 Online-Wettanbieter und rechnen sich aus den Wettquoten quasi auch solche Fähigkeitsparameter raus. Das sind also die Buchmacher-Lock-Abilities, die wir dieses Mal bekommen haben. Und dann haben wir noch von einem weiteren Forschungsteam ein sogenanntes Plus-Minus-Ranking bekommen. Da wird einfach geguckt, in den vergangenen Jahren, für jeden einzelnen Spieler, war er in seinen ganzen Spielen im nationalen Team, bei der Nationalmannschaft, war er eher dann auf dem Platz, wenn viele Tore gefallen sind, oder stand er eher dann auf dem Platz, wenn viele Gegentore kassiert wurden. Das heißt, jeder Spieler bekommt so seine persönliche Leistung und dann kann ich halt für den 23-Mann-Kader diese Spieler-Rankings wieder mitteln und dann bekomme ich eben auch nochmal eine ganz andere Perspektive im Sinne von Stärke. Und diese beiden Stärke-Parameter haben wir jetzt eben auch noch in unsere hybriden Modelle mit eingebaut. Dann haben wir noch eine ganz fancy Methode angeschaut, das sogenannte Extreme Gradient Boosting. Extreme Gradient Boosting gewinnt die ganze Zeit diese ganzen Kaggle Machine Learning Competitions, deswegen dachten wir uns, probieren wir das auch mal aus. Das hat auch ziemlich gute Performance geliefert, quasi gleich gut mit diesem Random Forest. Allerdings ist uns beim Tunen, das Tunen ist hier ziemlich komplex, ist uns aufgefallen, dass unser Datensatz bei den Euros doch noch ein bisschen zu klein ist. Aber diese abgefahrenen Machine Learning Techniken brauchen eher größere Datensätze. Und das Problem bei so einer EM ist halt, insbesondere bevor dem 2016 wurde es ja auf 51 Spiele erhöht. Davor hatte man halt nur 16 Mannschaften, es gab nur 31 Spiele, deswegen haben wir da doch einen zu kleinen Datensatz aus unserem Bauchgefühl her. Und dann mussten wir noch so ein paar kleine Veränderungen bei den Kovariablen vornehmen. Zum einen haben wir natürlich das Problem, dass ja jetzt nur ganz wenige Zuschauer zugelassen sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, was also quasi Covid-19 da mit dem Heimeffekt macht. Da haben wir eben noch ein paar kleine Adjustierungen vorgenommen und ja, glauben aber jetzt, dass wir mit unserem
Random Forest auch hier wieder sehr gute Ergebnisse haben werden. Hier sehen Sie also jetzt die entscheidende Tabelle, was wahrscheinlich viele interessieren wird, wie die Deutschen abschneiden. Die Deutschen bekommen von unserem Modell eigentlich quasi gleich auf mit Portugal, was insofern auch spannend ist, weil die beiden auch schon in derselben Gruppe sind, bekommen eben eine Siegchance von etwa 10% und der Favorit nach unserem Modell ist Frankreich mit fast der gleichen Wahrscheinlichkeit wie die Buchmacher. Hier hinten sehen Sie die durchschnittlich vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, wenn Sie 20 Buchmacher mitteln. Und Platz 2 wäre dann England. Die sind bei den Buchmachern sogar noch dichter dran an Frankreich. Aber man kann schon sagen, dass Frankreich und England hier sowohl aus Sicht unserer Modelle als auch aus Sicht der Buchmacher, die ja eben auch in unseren Modellen in einem gewissen Sinne integriert werden, eine sehr große Rolle spielen. Ja, und was uns natürlich trotz all dieser Anpassungen schon auch umtreibt, wir haben natürlich auch noch ganz andere Effekte durch Corona, die wir jetzt nicht so einfach modellieren können. Sie sehen mich ja hier die ganze Zeit im Marco Reus-Trikot sprechen. Marco Reus hat eine brutal gute Saisonfinale hingelegt, wäre sicherlich in seiner aktuellen Form jemand für die Startelf, hat aber freiwillig bei Yogi angerufen und die EM abgesagt, weil er einfach sagt, sein Körper ist so durch, er kann jetzt nicht einfach 2 Wochen nach der Bundesliga schon wieder zur EM fahren. Und sowas ist natürlich bitter und da merkt man halt auch durch diesen straffen Corona-Spielplan, das Champions-League-Finale war gerade mal 2 Wochen her, also das ist schon auch eine Belastung für die Spieler, die wir so in unserem Trainingsdatensatz natürlich nicht vorfinden und was vermutlich auch nochmal einiges durcheinander bringen wird. Aber das ist trotzdem das, was man quasi mit den Daten, die man hat, machen kann. Und ja, hier sehen Sie noch ein paar Referenzen. Da sehen Sie unter anderem für Interessierte die ganzen Papers zu diesen Methoden. Hier findet man den Random Forest, diesen Machine Learning XG-Boost-Ansatz oder eben auch die Lasso-Regularisierung. Und in Blau sehen Sie einfach die ganzen Vorarbeiten, wo ich in den letzten Jahren involviert war, um eben solche Vorhersagen zu machen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Ich möchte schließen mit dem wunderschönen Tor von Mario, mit dem er uns zum Weltmeister geschossen hat 2014. Ich hoffe natürlich, dass das uns auch für diese Euro wieder pusht und dass wir vielleicht ähnlich schöne Momente wiedererleben dürfen. Sie werden, wenn Sie Lust haben, an die konkreten Ergebnisse reinzuschauen, die wir hier errechnet haben, finden Sie dann über meine Homepage einen Link zu einem Working Paper. Und insbesondere für Laien mit ein paar fancy interaktiven Grafiken kann ich Ihnen diesen Blog von Achim Zeilers ans Herz legen. Da finden Sie alle Grafiken nochmal in schön und da können Sie auch ein bisschen rumspielen und können auch sehen, auch so eine 24x24 Matrix, wo Sie nachschauen können, für jedes beliebige Spiel, was wären denn da die Wahrscheinlichkeiten. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen allen eine schöne Europameisterschaft zu wünschen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich natürlich auf die Diskussion. Vielen Dank.